Herzlich willkommen hier bei Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentiere die DVD- und Blu-ray-Kritiken. Dass Kinder- und Jugendbücher zu erfolgreichen Filmen werden können, das weiß man schon seit Jahrzehnten. Und gerade nach dem großen Boom und dem großen Hype um die Twilight-Reihe sah sich auf einmal jedes Hollywood-Studio dazu gezwungen, seine eigene Teenage-Reihe zu gründen. Teenage-Reihe, die irgendwie auf Jugendbücher basiert, ihr wisst schon, was ich meine. Am schnellsten hat noch Lionsgate reagiert und hat sich die Rechte an Susan Collins Hunger Games Büchern gesichert. Das Ergebnis waren 4 Filme mit einem weltweiten Einspielergebnis von fast insgesamt 3 Milliarden Dollar. Dazu bekam der zweite Teil einen wirklich starken Zuspruch von Kritikern und Hollywood und die Filmwelt bekamen eine weitere starke Frauenfigur mit Katniss Everdeen. Doch das alles begann mit den 47. Hunger Games. Krieg, Tod, Verwüstung, neues Land auf den Ruinen der alten Welt. So kurz könnte man die Entstehung des Staates Panen erklären, der, denke ich mal, auf den Ruinen des ehemaligen Gebietes von Nordamerika angesiedelt ist. Dieser große Bürgerkrieg ist bereits 70 Jahre her, doch um die Bevölkerung an diese Zeit zu erinnern und an die Opfer zu erinnern, finden jedes Jahr die Hungerspiele statt. Jeder der 12 Distrikte schickt einen Jungen und ein Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jahren los. Diese insgesamt 24 Teilnehmer sollen in einer abgeschotteten, weitläufigen Arena gegeneinander antreten, bis nur noch einer übrig bleibt. Dem Gladiator winkt das Leben sowie Glanz und Glamour und Sorgenfreiheit für den Rest seiner Tage. Aus Distrikt 12, einem sehr verarmten und auch notleidenden Distrikt, meldet sich Katniss Everdeen freiwillig, um ihre Schwester Prim zu schützen, die in diesem Jahr gewählt worden war durch das tolle Los. Schon bald muss Katniss ihre herausragenden Talente beim Bogenschießen im Kampf auf Leben und Tod unter Beweis stellen. Und dann muss sie auch noch irgendwie nett und sympathisch auf Leute wirken, denn dieses ganze Event wird live im Fernsehen übertragen. Man kann sich einfach vorstellen wie Big Brother oder das Dschungelcamp, überall Kameras und alles wird aufgefangen. Und um dort in diesem Gebiet, in dieser Arena zu bestehen, braucht es Sponsoren und da muss man halt nett sein. Ich mag das Franchise, besonders die Teile 2 und 3, zu denen kommen wir später sicher auch nochmal, aber jetzt geht es erstmal um Teil 1. Den habe ich damals im Kino gesehen und fand ihn schon damals überzeugend genug. Ich fand die Geschichte interessant genug, damit ich sagen kann, ey, ich möchte unbedingt sehen, wie es weitergeht. Klingt ein bisschen fies, dass ich den Teil 1 nur als Sprungbrett für den zweiten Teil sehe, aber das macht er ziemlich gut. Das muss man ihm lassen. Wir bekommen in diesem ersten Teil bereits viel von der Gesamtsituation mit, gerade von der Verarmung dieser hinteren Distrikte und dieser ganzen Situation, in der die leben. Es werden auch die ersten Andeutungen für die spätere Revolution gestreut. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen die Nörgler ansprechen, die ständig in Bezug auf Hunger Games sagen, das ist ein Rip-Off auf Battle Royale. Das Gladiatorenkonzept dient als Hülle für eine spätere Revolution gegen die Diktatur, gegen die Unterdrückung. So gesehen hat der Film mehr noch was von Spartacus, also die ganze Reihe mehr noch was von Spartacus, als überhaupt irgendwas von Battle Royale. Katniss Everdeen als Figur, als solcher, als Charakter ist bereits vor der Arena ziemlich stark, einfach eine starke Persönlichkeit. Auch aus ihrer Umgebung heraus. Der Vater ist vor ein paar Jahren gestorben, die Mutter erlitt daraus einen Zusammenbruch und Katniss musste sich dann um die kleine Schwester kümmern, auch um die Mutter kümmern, musste jagen und so weiter und so fort. Musste halt einfach für alle da sein und das machen, was eigentlich die Erwachsene machen sollte im Alter von, ich weiß nicht, dann vermutlich so ab 16. Zusätzlich ist ihrer Persönlichkeit bereits Rebell auf die Stirn getackert. Immer mit einem Spruch kontern, schwer zu sich dringen. Aber als es dann hieß, Mädel, du musst sympathisch sein, um irgendwie Leute zu gewinnen, das kriegt sie irgendwie auch noch hin. Was kann sie eigentlich nicht? Sie kann sich nie für einen Kerl entscheiden, was dann gerade in den späteren Filmen zu einem unfassbar nervigen Beziehungsdreieck führt. Ich weiß, es führt zu Konflikten und es füllt Seiten in Büchern, aber es ist immer so anstrengend. Kurz noch zur Kameraführung. Ich kann verstehen, dass in den USA um das PG-13 und auch, ich glaube mal bei uns dann das
ab 12 zu bekommen, dass da gerade diese blutigeren, diese Kampfszenen einfach mit Handheld-Technik einfach so ein bisschen verwackelt aufgenommen werden mussten. Und um das gesamt irgendwie zu verkaufen, dass die Kampfszenen und die ruhigen Szenen nicht irgendwie komplett wie zwei verschiedene Filme aussehen, dass es auch in den ruhigeren Szenen ein bisschen wackelt. Ich bin einfach sehr froh gewesen, als in den späteren Filmen man darauf verzichten konnte. Wer das Franchise um Katniss Everdeen, diese Hunger Games Filme, wer die immer schon mal sehen wollte, aber noch nicht die Zeit hatte, noch nicht, weiß nicht, was einem immer daran gehindert hatte, jetzt ist die beste Zeit. Alle vier Filme sind draußen, man kann sie als Komplettversion kaufen, man kann sogar ein schönes Buch mit allen Fan-Editionen kaufen. Die Fan-Edition kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr denn so auf Behind-the-Scenes-Kram steht, das ist wirklich zu empfehlen. Dieser erste Film hat bereits, ich glaube, 4,5 Stunden an Extras. Und mit diesen Worten schicke ich euch hinaus in die Filmwelt. Ich danke mir fürs Einschalten, hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wir machen mal 12, wir machen auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentierte.